Herzlich willkommen heute zu einem weiteren Beitrag unter der Rubrik Gründergeschichten. Wir begrüßen heute ganz herzlich bei uns im Studio Michelle Sangner. Sie hat sich selbstständig gemacht, auch in einer Phase in der Zeit, wo eigentlich eine Krise vorherrscht. Wir kennen sie alle, die Corona-Pandemie. Und trotzdem hat sie es gewagt, sich selbstständig zu machen. Und deshalb freuen wir uns, heute dich hier begrüßen zu dürfen und vielleicht aber zunächst mal von dir zu erfahren, wer du bist, was du machst und was dich dann später auch motiviert hat, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Ja, hallo, ich bin Michelle Sangner. Ich bin Personal Trainerin und auch Ernährungsberaterin. Und für mich ist es ein Herzenswunsch, die Leute fit und gesund zu machen und vor allem auch im Hinblick darauf, im Alter noch fit und leistungsfähig zu sein. Und genau deshalb habe ich schon sehr, sehr lange den Wunsch in mir gehabt, mich selbstständig zu machen. Und jetzt habe ich es gewagt, auch wenn Pandemie und Corona und so weiter und so fort vielleicht mich bremsen könnte, aber wann, wenn nicht jetzt. Und was waren die entscheidenden Punkte oder Schritte oder die Motive, dass du gesagt hast, jetzt machst du dich selbstständig? Ich habe das Ganze nebenbei, nur nebenberuflich gemacht und ich habe einfach gemerkt, dass meine Leistungen gut ankommen, dass ich immer mehr Kunden dazu gewonnen habe. Ich konnte immer mehr auch Kurse geben und habe dann festgestellt, dass eine hohe Nachfrage trotzdem besteht, auch durch Corona oder vor allem auch wegen Corona, weil viele Leute sitzen im Homeoffice, kriegen Rückenschmerzen, werden vielleicht ein bisschen dicker. Und das war der Grund zu sagen, jetzt gehe ich das Ganze voll an. Habe aber dann auch direkt schnell gemerkt, dass es unfassbar viel zu tun ist und nicht in jedem Bereich, gerade was eine Gründung angeht, ich bestens informiert bin. Bevor wir jetzt nun zu deinen Erfahrungen kommen, die du gehabt hast im Bereich deiner Vorgründungsberatung, der Vorbereitung auf deine Gründung, würde es mich und unsere Zuschauer noch interessieren, was genau deine Alleinstellungsmerkmale oder Besonderheiten in deinem Leistungsangebot genau sind. Also mir geht es vor allem darum, dass wir nicht nur trainieren, also man kann natürlich einfach auch Trainingsstunden buchen, aber ich möchte mir gerne viel mehr in dem Leben meines Klienten anschauen. Das heißt, ich habe 5 Säulen, auf die ich mich beziehe, und zwar ist das Ernährung und Fitness natürlich, dann aber auch Schlaf, Gewohnheiten und das Mindset, denn zum Schluss hängt alles zusammen und wenn ich zum Beispiel schlecht schlafe, habe ich am nächsten Tag mehr Hunger. Ich komme aus meinen Gewohnheiten heraus. Also das heißt, eigentlich esse ich gesund, habe aber so Heißhunger, weil ich zu wenig geschlafen habe. Deshalb esse ich mehr. Deshalb bin ich nicht mehr in meinem Kaloriendefizit und nehme nicht weiter ab. Und das sind so, diese 5 Sachen hängen so sehr zusammen, dass es für mich wichtig ist, alles anzuschauen. Und dann findet man den perfekten Weg, wenn man zum Beispiel Gewohnheiten ein bisschen ändert, wenn man am Schlaf arbeitet, wenn man vielleicht auch nochmal über das Mindset nachdenkt und darüber spricht und auch daran arbeitet, dann erzielen wir wirklich nachhaltige Ergebnisse. Und das ist mein Steckenpferd, nachhaltig abnehmen, gesund werden, fit werden und auch bleiben. Verstehe. Und wenn jetzt ein Interessent sich bei dir meldet, was erlebt er dann? Wie ist dann so die Vorgehensweise? Was erwartet ihn? Zuerst gibt es natürlich ein Vorgespräch, dann wird erstmal darüber gesprochen, was die Ziele sind, wo die Probleme liegen, was die Wünsche sind. Und dann gibt es eine Anamnese. Das bedeutet einmal natürlich, wir gehen so Gewohnheiten zum Beispiel beim Essen durch. Das heißt, wenn wir über einen Ernährungsplan sprechen, was soll im Ernährungsplan sein? Wie kann man überhaupt mal Zeit zum Kochen? Gibt es andere Alternativen, die man finden muss, um sich täglich gesund ernähren zu können? Natürlich gibt es auch eine körperliche Anamnese. Das heißt, wir sprechen über Vorerkrankungen. Dann aber auch gibt es eine Art Mobilitätstest. Das heißt, wir schauen, wie sieht es im Körper aus? Gibt es Einschränkungen? Woran sollte man arbeiten? Wo muss die Kraft mehr werden? Wo vielleicht Einschränkungen behoben werden? Und daraufhin kann ich dann einen Trainingsplan und auch einen Ernährungsplan erstellen. Jetzt hast du dich ja im Zuge deiner Selbstständigkeit auch entschlossen, Fördermittel zu beanspruchen. Welche hast du dann genutzt oder für welche hast du dich entschieden? Ich habe den Gründungszuschuss beantragt. Das bedeutet, für die ersten 6 Monate werde ich für meine Gründung unterstützt und kann somit sicherstellen, dass egal wie die Auftragslage sein wird, meine privaten Kosten einfach decken kann. Genau, die Zuschläge und Zuschüsse für Krankenbeiträge, Krankenkassenbeiträge sind ja auch mit drin, also die Sozialversicherungszuschüsse. Genau, richtig. Okay. Und dann bist du wahrscheinlich zu deinem Sachbearbeiter gegangen und der hat dir dann so eine Liste an Anforderungen gegeben. Der wollte was von dir haben oder hat er dir das Geld einfach so gegeben? Wie war da deine Erfahrung? Schön wär's. Nein, es war wirklich eine sehr lange Liste
Finanzübersichten, einem Businessplan und all diese Sachen waren aufgelistet und da wusste ich schon, alles klar. Jetzt hört meine Expertise direkt auf. Also ich habe zwar auch in meinem Studium Marketing gehabt und habe da, glaube ich, auch mal einen Businessplan verfasst, aber das ist gute 10, 13 Jahre her und genau, da wusste ich, ich brauche Hilfe. Ja, das ist ja so eine kleine Gemeinheit bei dem Businessplan für die Arbeitsagentur, dass man in den ersten 6 Monaten nicht zu viel und nicht zu wenig verdienen darf und dass ein wirklich passender Finanzplan und Businessplan erstellt werden muss. Und wie bist du dann weitergegangen? Was hast du dann gemacht? Ich habe tatsächlich mit einem meiner Klienten, der in der auch ein Berater ist, gesprochen und er hat mich direkt an die X-Group weitervermittelt und meinte, ich kenne jemanden mit der passenden Firma genau für dich, Michelle. Geh da mal hin, ruf mal an und die können dir helfen. Und deshalb bin ich bei der X-Group gelandet. Okay. Und was hast du dann erlebt oder wie war denn die Vorgehensweise, sodass du dann alle Unterlagen, die dann der Sachbearbeiter von dir haben wollte, auch fertiggestellt bekommen hast? Genau, also es ging super schnell, also weil ich auch schon selber ein wenig Zeitdruck hatte. Ich kam an und meinte, okay, gut, ich brauche einen Businessplan und das relativ schnell, weil ich schon schnell mit meiner Selbstständigkeit starten wollte. Und deshalb ging das sehr unkompliziert von dem ersten, wir schauen mal, was für Unterlagen jetzt schon mal unterschrieben werden müssen, bis hin zu, okay, gut, nächste Woche geht's los mit dem Training, mit dem Coaching und dann ging es auch fix. Jetzt hattest du ja diese Checkliste von der Arbeitsagentur, was alles zu erledigen ist und warst dann an dem Punkt, dass du dir wünscht oder erkannt hast, dass du Unterstützung brauchst und da bist du zur X-Group gegangen. Wurde da deine Erwartungshaltung auch erfüllt oder was genau hast du dort erlebt? Ich habe sehr schnell Hilfe bekommen. Das heißt, ich habe mich schnell gemeldet, wusste, ich brauche innerhalb von kürzester Zeit Hilfe, um den ganzen Businessplan und den Finanzplan und das alles zu erstellen. Und dann ging es auch direkt los. Ich habe Coachings in Marketing bekommen und aber auch eben für die Erstellung des Businessplans. Dadurch konnte ich immer einerseits schon meine Marketingstrategie ausarbeiten und auf der anderen Seite gingen wir wirklich sehr tief erstmal ins Konzept. Es wurden mir die richtigen Fragen gestellt, wie Michelle, was genau möchtest du anbieten, für welche Preise und warum? Und über solche Dinge macht man sich, also habe ich mir vorher natürlich schon grob Gedanken gemacht und dann fiel mir auf, nachdem die richtigen Fragen gestellt wurden, okay gut, so tief im Detail habe ich noch nie drüber nachgedacht und zum Beispiel, dass man Anfahrten immer mit der Zeit mit einrechnet und solche Dinge. Ich habe noch nie ein Business vorher gegründet, ich war immer Arbeitnehmer. Woher soll ich das alles wissen, oder? Ne? Und deshalb war das der perfekte Zeitpunkt, um ein Coaching in Anspruch zu nehmen, denn ich hätte, glaube ich, vorher, also ohne ein Coaching, erstmal sehr viele Fehler gemacht, die man wahrscheinlich auch teuer bezahlt und ich glaube, die ein oder anderen konnte ich dadurch direkt umgehen und das war das Ziel. Das ist ja leider so beim Antrag auf Gründungszuschuss, dass ja häufig der erste Wurf zählt. Und wenn der daneben geht, dann in ein Widerspruchsverfahren zu gehen oder bis vor das Gericht dann auch versuchen, das durchzufechten, das schaffen nur ganz wenige, wenn der erste Wurf misslingt. Deshalb ist das bei dir gleich also gut gegangen. Welche Erfolgserlebnisse hast du dann erlebt? Oder welche Erfolgserlebnisse hast du während des Coachings und dann auch durch die Beratung erlebt? Also ich muss sagen, je mehr, also mir hat die Struktur gefehlt tatsächlich. Und wenn dann die richtigen Fragen gestellt werden und man fängt an nachzudenken und alles zu gliedern, alles zu sortieren und plötzlich hatte ich eine sehr klare Struktur für mich, für meine, zum Beispiel meine Angebote, meine Pakete, die ich anbieten möchte. Davor hatte ich mir noch gar nicht so genau Gedanken gemacht. Ich wusste, was ich anbiete, ich weiß, was ich kann. Mhm. Aber das Ganze gut zu formulieren, das Ganze so aufzustrukturieren, dass ich das auch dann meinen Kunden gut anbieten kann und genau weiß, welche Inhalte jedes Paket, was ich anbiete, hat, das war für mich das erste Erfolgserlebnis. Also das war sehr anstrengend, muss man sagen, wenn man 5-6 Stunden voreinander sitzt und also oder in meinem Fall vom Laptop sitzt, das ist super anstrengend, aber dann macht man den Laptop zu und denkt sich, boah, ja krass, richtig gut was geschafft. Und mit jeder weiteren Stunde, natürlich haben wir auch viel an dem Businessplan geschrieben, aber mit jeder weiteren Stunde hat sich so quasi der Nebel ein bisschen mehr gelichtet und es wurde, also für mich, ich bin schon ein sehr eigentlich strukturierter Mensch, aber ich meine, eine Gründung ist so eine sehr komplexe Sache, dass
da war einfach für mich sehr viel Nebel. Und so nach und nach ging es so ein bisschen der Nebel auf, Sonne kam durch. Und dann, als dann auch der Businessplan fertig war, dachte ich mir, Gott sei Dank ist das irgendwie durch. Und für mich, ich meine, natürlich schreibt man so einen Finanzplan fürs Arbeitsamt, für die, man schreibt es fürs Amt, aber natürlich auch für sich. Und mal zu sehen, was muss ich denn verdienen, dass ich so und so viel Geld dann auch raus habe, das hat super geholfen. Und jetzt war der größte Teil der Beratung war ja, glaube ich, online. War das so? Genau. Dadurch, dass Corona ist, dadurch, dass ich auch vor allem am anderen Ende der Stadt wohne, war das für mich perfekt, muss ich mal so sagen, weil es in meinen Traineralltag, ich habe so viele Personal Trainings und Kurse, muss immer schon da irgendwie versuchen, mit dem Fahrrad schnell von A nach B zu fahren, dann noch einmal durch die komplette Stadt zu fahren, muss ich sagen, kam mir das sehr entgegen, online zu machen, was natürlich ist es auch schön, zusammen am Tisch zu sitzen, aber wenn ich jetzt jedes Mal 40 Minuten irgendwo hinfahren muss, das sind dann hin und zurück 1,5 Stunden, die mir fehlen an meinem Tag. Und so war das Laptop auf, Laptop zu, weiter. Das war gut. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Beratung, ist es ja so, dass du nicht nur mit einem Berater zusammengearbeitet hast, sondern die X-Group hat ja mehrere Berater, Experten. Wie war dann das für dich jetzt im Rückblick? Oder was hast du da am meisten mitgenommen? Was hat dich am meisten unterstützt? Richtig gut finde ich, dass es so ein bisschen aufgegliedert wurde, weil dann wusste ich ganz genau, alles klar, heute geht es um Marketing, da hatte ich den Alexander, ich konnte alle meine Marketing-Sachen, wusste ich, wird in dieses Coaching verschoben und alles, also jegliche Themen darüber war klar, mache ich in dieser Stunde und was den Businessplan angeht, was überhaupt mein Angebot, also Entwicklung, das war dann in der anderen Stunde quasi und dadurch fand ich, gab es eine gute, sehr gute Struktur. Man wusste genau, wann, wie, was, wo gebraucht wird, weil man natürlich ja auch immer aus den Coachings rausgeht und vielleicht eine Art Hausaufgabe hat, die man dann erledigen kann und weiß, gut, den nächsten Termin für Marketing ist dann nächste Woche Dienstag. Bis dahin habe ich Zeit, wieder daran zu arbeiten. Und es ist ja immer gut, verschiedene Expertise von verschiedenen Experten mitzunehmen. Wenn du das jetzt im Rückblick betrachten würdest, die Erfahrung der gemeinsamen Bearbeitung, der Unterlagen, des Coachings und auch der Marketingkonzepterstellung, würdest du das dann wiederholen, die Beratung? Auf jeden Fall. Ich würde es auch jedem empfehlen, der so wie ich am Anfang steht, vielleicht sogar einen Gründungszuschuss gerne beantragen möchte, weil dieser Antrag, den hätte ich alleine, glaube ich, nicht geschafft, muss ich so sagen, beziehungsweise die Anforderungen eines Businessplans und Finanzplans für das Amt zu fertigen. Dafür habe ich gar keine, also die Expertise überhaupt nicht, um zu wissen, was dabei wichtig ist, worauf geachtet wird. Das ist gut, jemanden zu beauftragen, der sich damit auskennt. Und auf der anderen Seite, es ist so schlau, jemanden, der Ahnung davon hat, zu fragen, einfach Fragen zu stellen. Wie ist das? Was passiert, wenn? Brauche ich das, das, das? Das sind Dinge, wenn, natürlich kann man sich das alles irgendwie selber erarbeiten, aber diese Zeit, die man spart, kann man dann in ganz andere Sachen stecken. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Jetzt ist es ja auch so, dass es über die Agentur für Arbeit oder auch Jobcenter bei beiden ja auch Beratungsfördermittel gibt. Hast du da auch welche nutzen können? Genau. Ich habe die Agentur für Arbeit gefragt, ob ich eine Beratung bezahlt bekomme. Und es ging super unkompliziert. Die Frau, also meine Arbeiterin meinte direkt, dafür gibt es Gutscheine. Sie hat das dann veranlasst und ich musste nur diese Unterlagen hier in der X-Group vorlegen. Diese wurden unterschrieben, wurde zurück ans Amt gesendet und damit hieß schon feuerfrei, let's go. Dann hast du ja vorhin gesagt, dass du dann mit mehreren Experten auch zusammengearbeitet hast. Welche waren das genau und welche Erfahrungen nimmst du mit aus dieser Zeit? Genau, ich hatte einmal den Alexander Hausmann für Marketing, das heißt alles, was über wie baue ich meine Webseite auf, wie kann ich überhaupt gefunden werden im Internet und solche Dinge, habe ich mit ihm besprochen. Und dann hatte ich noch den Markus Wagner als Business Coach für jegliche Fragen, bis hin von meinem Businessplan zu den Paketen, die ich anbieten möchte, zu den Preisen. Wir haben wirklich den Finanzplan zusammen gemacht. Also das war dann das komplette Business-Paket, abgesehen vom Marketing, habe ich dann genau mit dem Markus gemacht.
Und jetzt gibt es ja bei diesen Maßnahmen unterschiedliche Größen, also unterschiedliche Mengen von Unterrichtseinheiten. Wie viele wurden dir dann bewilligt von deiner Sachbearbeiterin? Ich hatte tatsächlich 80 Unterrichtseinheiten, was jetzt im Nachhinein betrachtet eine sehr gute Anzahl war. Ich hätte wahrscheinlich auch noch mehr genommen, wenn es mehr gegeben hätte, einfach nur, weil man so viel, zum Schluss so viele Fragen hatte und gerade auch jetzt im Nachhinein noch für zum Beispiel Marketing, wenn natürlich dann eine neue Website online geht und so weiter und so fort, da gibt es so viele Dinge, die ich nicht weiß. Also ich hätte auch wahrscheinlich noch mehr genommen, aber die 80 Unterrichtseinheiten waren schon gut ausreichend, um den Businessplan, den Finanzplan zu schreiben. Plus, ich habe ja viel bei mir noch strukturieren können, einen kleinen Marketingplan und so weiter schon auf die Beine gestellt. Das heißt, es war auf jeden Fall ausreichend. Super. Und gab es bestimmte Besonderheiten, die du vorher nicht so erwartet hättest oder wo du sagst, das war gut, dass du dann auch zu dem Zeitpunkt eine Beratung hattest? Genau, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man viel Geld investieren sollte, um eine gut funktionierende Webseite aufzubauen. Das muss ich sagen, das habe ich so nicht einberechnet. Aber jetzt weiß ich, nachdem ich nun gestartet bin, dass wenn ich online gefunden werden möchte, dann muss man auch Geld in natürlich Online-Marketing setzen und aber auch auf eine gute Webseite investieren. Das habe ich gemacht und ich hoffe, dass es jetzt gut anläuft und gerade auch im Hinblick auf Corona mein Online-Angebot quasi dann auch angenommen wird. Dann ist ja die Webseite ja dein digitales Schaufenster, wo sich ja normalerweise der Einzelhandel bemüht, das richtig schön zu dekorieren. So gilt das Gleiche natürlich auch für alle Dienstleister im Internet, das zu tun. Genau, das ist super wichtig. Denn wer bleibt lange auf einer Webseite, die entweder nicht gut funktioniert oder wenig Informationen enthält oder auch einfach nicht schön aussieht, ist einfach so. Das Auge ist mit und das ist genau dasselbe auch beim Online-Kauf. Jetzt hast du ja schon die ersten Erfahrungen gesammelt in der Selbstständigkeit im Vollerwerb. Davor warst du ja schon einige Zeit im Nebenerwerb tätig. Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus so Tipps, die du ganz allgemein unseren Zuschauern geben möchtest? Denn unser Ziel auch mit diesem Kanal und diesem Video ist, Menschen zu ermutigen, sich selbstständig zu machen. Was sind so Dinge oder Punkte, die du gelernt hast, wo du sagst, das könnte andere auch ermutigen oder helfen? Nummer eins, besorge dir einen Steuerberater. Nummer eins. Super viele Fragen, die ich so festgestellt habe, die ich nicht beantworten kann. Richtung Steuern, was muss ich weglegen, was muss ich zahlen, wo muss ich mich anmelden, geht das so, was brauche ich, muss ich Rente zahlen? All diese Dinge kann mein Steuerberater wunderbar beantworten. Also ein Steuerberater ist super wichtig. Nummer zwei, wenn so viel Nebel da ist wie bei mir mit so vielen Fragen, nimm dir eine Hilfe. Also geh zu einem Berater, lass dich beraten. Nummer zwei. Nummer drei, ich glaube ganz tief drin, wenn man sehr viel Spaß an seiner Berufung, also ich finde, die Personal Training Sache ist eine Berufung für mich, wenn man daran sehr viel Spaß hat, egal wie anstrengend es ist. Und ich glaube, es gibt auch Tage, wo ich mir denke, boah, was war das für ein Tag? Aber wenn man wirklich für die Sache brennt, dann wird das. Und ich glaube, man zweifelt, glaube ich, gerade als Neugründer schon oft, gerade auch in der Corona-Zeit, jetzt gehen vielleicht alle Fitnessstudios wieder zu und so weiter, ich will noch gar nicht drüber nachdenken, aber ich glaube, es gibt immer einen Weg und wenn man als Neugründer für die Sache brennt, gibt es einen doppelten Weg. Vielen Dank. Dann wäre jetzt meine Frage noch hin zum Ende, wie genau kann man dann mit dir in Kontakt treten, was genau ist der Weg, wenn ich jetzt ein Personal Trainer Interessent wäre, wie kann ich am besten mit dir in Kontakt treten? Man kann sich auf meiner Webseite direkt einen Termin buchen für ein Erstgespräch. Das bedeutet, ich rufe dann zurück und wir besprechen zuerst mal darüber, was die Ziele sind, die Anforderungen auch an mich und die Wünsche. Und wenn das soweit stimmt, können wir uns auch für ein erstes kostenloses Training treffen. Das heißt, man schaut erstmal, ob man auch menschlich miteinander gut auskommt. Denn ich finde, das ist super wichtig, weil Personal Training schon eine sehr intime Sache auch ist. Und wenn das passt, dann geht's los. Dann sage ich vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank auch für deine Tipps und deine Beiträge. Sehr gerne. Und deinen Link für deine Webseite mit dem Terminkalender werden wir direkt dann unter dem Video hier einblenden. Das heißt, unter dem Video findest du direkt den Link zur Webseite von Michelle.
Und wir wünschen dir an dieser Stelle auch, dass du den Mut findest, wie Michelle, sich selbstständig zu machen, egal wie die Umstände sind, trotzdem auch diesen Schritt zu gehen. Und sollten weitere Fragen aufkommen, dann lade ich dich ebenfalls gerne ein, nicht nur das Video jetzt zu liken, den Kanal zu abonnieren und vor allen Dingen auch die Glocke zu betätigen, damit du erinnert wirst an weitere gute Gründergeschichten, sondern du kannst auch Gebrauch machen von einem kostenlosen Erstgespräch. Diesen Link findest du auch unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel Schäfer und Michelle Sagner.
Herzlich willkommen heute zu einem weiteren Beitrag unter der Rubrik Gründergeschichten. Wir begrüßen heute ganz herzlich bei uns im Studio Michelle Sangner. Sie hat sich selbstständig gemacht, auch in einer Phase in der Zeit, wo eigentlich eine Krise vorherrscht. Wir kennen sie alle, die Corona-Pandemie. Und trotzdem hat sie es gewagt, sich selbstständig zu machen. Und deshalb freuen wir uns, heute dich hier begrüßen zu dürfen und vielleicht aber zunächst mal von dir zu erfahren, wer du bist, was du machst und was dich dann später auch motiviert hat, überhaupt diesen Schritt zu gehen. Ja, hallo, ich bin Michelle Sangner. Ich bin Personal Trainerin und auch Ernährungsberaterin. Und für mich ist es ein Herzenswunsch, die Leute fit und gesund zu machen und vor allem auch im Hinblick darauf, im Alter noch fit und leistungsfähig zu sein. Und genau deshalb habe ich schon sehr, sehr lange den Wunsch in mir gehabt, mich selbstständig zu machen. Und jetzt habe ich es gewagt, auch wenn Pandemie und Corona und so weiter und so fort vielleicht mich bremsen könnte, aber wann, wenn nicht jetzt. Und was waren die entscheidenden Punkte oder Schritte oder die Motive, dass du gesagt hast, jetzt machst du dich selbstständig? Ich habe das Ganze nebenbei, nur nebenberuflich gemacht und ich habe einfach gemerkt, dass meine Leistungen gut ankommen, dass ich immer mehr Kunden dazu gewonnen habe. Ich konnte immer mehr auch Kurse geben und habe dann festgestellt, dass eine hohe Nachfrage trotzdem besteht, auch durch Corona oder vor allem auch wegen Corona, weil viele Leute sitzen im Homeoffice, kriegen Rückenschmerzen, werden vielleicht ein bisschen dicker. Und das war der Grund zu sagen, jetzt gehe ich das Ganze voll an. Habe aber dann auch direkt schnell gemerkt, dass es unfassbar viel zu tun ist und nicht in jedem Bereich, gerade was eine Gründung angeht, ich bestens informiert bin. Bevor wir jetzt nun zu deinen Erfahrungen kommen, die du gehabt hast im Bereich deiner Vorgründungsberatung, der Vorbereitung auf deine Gründung, würde es mich und unsere Zuschauer noch interessieren, was genau deine Alleinstellungsmerkmale oder Besonderheiten in deinem Leistungsangebot genau sind. Also mir geht es vor allem darum, dass wir nicht nur trainieren, also man kann natürlich einfach auch Trainingsstunden buchen, aber ich möchte mir gerne viel mehr in dem Leben meines Klienten anschauen. Das heißt, ich habe 5 Säulen, auf die ich mich beziehe, und zwar ist das Ernährung und Fitness natürlich, dann aber auch Schlaf, Gewohnheiten und das Mindset, denn zum Schluss hängt alles zusammen und wenn ich zum Beispiel schlecht schlafe, habe ich am nächsten Tag mehr Hunger. Ich komme aus meinen Gewohnheiten heraus, also das heißt, eigentlich esse ich gesund, habe aber so Heißhunger, weil ich zu wenig geschlafen habe, deshalb esse ich mehr, deshalb bin ich nicht mehr in meinem Kaloriendefizit und nehme nicht weiter ab. Und das sind so, diese 5 Sachen hängen so sehr zusammen, dass es für mich wichtig ist, alles anzuschauen und dann findet man den perfekten Weg, wenn man zum Beispiel Gewohnheiten ein bisschen ändert, wenn man am Schlaf arbeitet, wenn man vielleicht auch nochmal über das Mindset nachdenkt und darüber spricht und auch daran arbeitet, dann erzielen wir wirklich nachhaltige Ergebnisse. Und das ist mein Steckenpferd, nachhaltig abnehmen, gesund werden, fit werden und auch bleiben. Verstehe. Und wenn jetzt ein Interessent sich bei dir meldet, was erlebt er dann? Wie ist dann so die Vorgehensweise? Was erwartet ihn? Zuerst gibt es natürlich ein Vorgespräch, dann wird erstmal darüber gesprochen, was die Ziele sind, wo die Probleme liegen, was die Wünsche sind. Und dann gibt es eine Anamnese. Das bedeutet einmal natürlich, wir gehen so Gewohnheiten zum Beispiel beim Essen durch. Das heißt, wenn wir über einen Ernährungsplan sprechen, was soll im Ernährungsplan sein? Wie kann man überhaupt mal Zeit zum Kochen? Gibt es andere Alternativen, die man finden muss, um sich täglich gesund ernähren zu können? Natürlich gibt es auch eine körperliche Anamnese. Das heißt, wir sprechen über Vorerkrankungen. Dann aber auch gibt es eine Art Mobilitätstest, das heißt, wir schauen, wie sieht es im Körper aus, gibt es Einschränkungen, woran sollte man arbeiten, wo muss die Kraft mehr werden, wo vielleicht Einschränkungen behoben werden und daraufhin kann ich dann einen Trainingsplan und auch einen Ernährungsplan erstellen. Jetzt hast du dich ja im Zuge deiner Selbstständigkeit auch entschlossen, Fördermittel zu beanspruchen. Welche hast du dann genutzt oder für welche hast du dich entschieden? Ich habe den Gründungszuschuss beantragt. Das bedeutet, für die ersten 6 Monate werde ich für meine Gründung unterstützt und kann somit sicherstellen, dass egal wie die Auftragslage sein wird, meine privaten Kosten einfach decken kann. Genau, die Zuschläge und Zuschüsse für Krankenkassenbeiträge sind ja auch mit drin, also die Sozialversicherungszuschüsse. Genau, richtig. Okay. Und dann bist du wahrscheinlich zu deinem Sachbearbeiter gegangen und der hat dir dann so eine Liste an Anforderungen gegeben. Der wollte was von dir haben oder hat er dir das Geld einfach so gegeben? Wie war da deine Erfahrung? Schön wär's. Nein, es war wirklich eine sehr lange Liste von
Finanzübersichten, einem Businessplan und all diese Sachen waren aufgelistet und da wusste ich schon, alles klar. Jetzt hört meine Expertise direkt auf. Also ich habe zwar auch in meinem Studium Marketing gehabt und habe da, glaube ich, auch mal einen Businessplan verfasst, aber das ist gute 10, 13 Jahre her und genau, da wusste ich, ich brauche Hilfe. Ja, das ist ja so eine kleine Gemeinheit bei dem Businessplan für die Arbeitsagentur, dass man in den ersten 6 Monaten nicht zu viel und nicht zu wenig verdienen darf und dass ein wirklich passender Finanzplan und Businessplan erstellt werden muss. Und wie bist du dann weitergegangen? Was hast du dann gemacht? Ich habe tatsächlich mit einem meiner Klienten, der in der auch ein Berater ist, gesprochen und er hat mich direkt an die X-Group weitervermittelt und meinte, ich kenne jemanden mit der passenden Firma genau für dich, Michelle. Geh da mal hin, ruf mal an und die können dir helfen. Und deshalb bin ich bei der X-Group gelandet. Okay. Und was hast du dann erlebt oder wie war denn die Vorgehensweise, sodass du dann alle Unterlagen, die dann der Sachbearbeiter von dir haben wollte, auch fertiggestellt bekommen hast? Genau, also es ging super schnell, also weil ich auch schon selber ein wenig Zeitdruck hatte. Ich kam an und meinte, okay, gut, ich brauche einen Businessplan und das relativ schnell, weil ich schon schnell mit meiner Selbstständigkeit starten wollte. Und deshalb ging das sehr unkompliziert von dem ersten, wir schauen mal, was für Unterlagen jetzt schon mal unterschrieben werden müssen, bis hin zu, okay, gut, nächste Woche geht's los mit dem Training. Mit dem Coaching und dann ging es auch fix. Jetzt hattest du ja diese Checkliste von der Arbeitsagentur, was alles zu erledigen ist und warst dann an dem Punkt, dass du dir wünscht oder erkannt hast, dass du Unterstützung brauchst und da bist du zur X-Group gegangen. Wurde da deine Erwartungshaltung auch erfüllt oder was genau hast du dort erlebt? Ich habe sehr schnell Hilfe bekommen. Das heißt, ich habe mich schnell gemeldet, wusste, ich brauche innerhalb von kürzester Zeit Hilfe, um den ganzen Businessplan und den Finanzplan und das alles zu erstellen. Und dann ging es auch direkt los. Ich habe Coachings in Marketing bekommen und aber auch eben für die Erstellung des Businessplans. Dadurch konnte ich immer einerseits schon meine Marketingstrategie ausarbeiten und auf der anderen Seite gingen wir wirklich sehr tief erstmal ins Konzept. Es wurden mir die richtigen Fragen gestellt, wie Michelle, was genau möchtest du anbieten, für welche Preise und warum? Und über solche Dinge macht man sich, also habe ich mir vorher natürlich schon grob Gedanken gemacht und dann fiel mir auf, nachdem die richtigen Fragen gestellt wurden, okay gut, so tief im Detail habe ich noch nie drüber nachgedacht und zum Beispiel, dass man Anfahrten immer mit der Zeit mit einrechnet und solche Dinge. Ich habe noch nie ein Business vorher gegründet, ich war immer Arbeitnehmer. Woher soll ich das alles wissen, oder? Ne? Und deshalb war das der perfekte Zeitpunkt, um ein Coaching in Anspruch zu nehmen, denn ich hätte, glaube ich, vorher, also ohne ein Coaching, erstmal sehr viele Fehler gemacht, die man wahrscheinlich auch teuer bezahlt und ich glaube, die ein oder anderen konnte ich dadurch direkt umgehen und das war das Ziel. Das ist ja leider so beim Antrag auf Gründungszuschuss, dass ja häufig der erste Wurf zählt und wenn der daneben geht, dann in ein Widerspruchsverfahren zu gehen oder bis vor das Gericht dann auch versuchen, das durchzufechten, das schaffen nur ganz wenige, wenn der erste Wurf misslingt. Deshalb ist das bei dir gleich also gut gegangen. Welche Erfolgserlebnisse hast du dann erlebt? Oder welche Erfolgserlebnisse hast du während des Coachings und dann auch durch die Beratung erlebt? Also ich muss sagen, je mehr, also mir hat die Struktur gefehlt tatsächlich. Und wenn dann die richtigen Fragen gestellt werden und man fängt an nachzudenken und alles zu gliedern, alles zu sortieren und plötzlich hatte ich eine sehr klare Struktur für mich, für meine, zum Beispiel meine Angebote, meine Pakete, die ich anbieten möchte. Davor hatte ich mir noch gar nicht so genau Gedanken gemacht. Ich wusste, was ich anbiete, ich weiß, was ich kann. Mhm. Aber das Ganze gut zu formulieren, das Ganze so aufzustrukturieren, dass ich das auch dann meinen Kunden gut anbieten kann und genau weiß, welche Inhalte jedes Paket, was ich anbiete, hat, das war für mich das erste Erfolgserlebnis. Also das war sehr anstrengend, muss man sagen, wenn man 5-6 Stunden voreinander sitzt und also oder in meinem Fall vom Laptop sitzt, das ist super anstrengend, aber dann macht man den Laptop zu und denkt sich, boah, ja krass, richtig gut was geschafft. Und mit jeder weiteren Stunde, natürlich haben wir auch viel an dem Businessplan geschrieben, aber mit jeder weiteren Stunde hat sich so quasi der Nebel ein bisschen mehr gelichtet und es wurde, also für mich, ich bin schon ein sehr eigentlich strukturierter Mensch, aber ich meine, eine Gründung ist so eine sehr komplexe Sache, dass
da war einfach für mich sehr viel Nebel. Und so nach und nach ging es so ein bisschen der Nebel auf, Sonne kam durch. Und dann, als dann auch der Businessplan fertig war, dachte ich mir, Gott sei Dank ist das irgendwie durch. Und für mich, ich meine, natürlich schreibt man so einen Finanzplan fürs Arbeitsamt, für die, man schreibt es fürs Amt, aber natürlich auch für sich. Und mal zu sehen, was muss ich denn verdienen, dass ich so und so viel Geld dann auch raus habe, das hat super geholfen. Und jetzt war dir, der größte Teil der Beratung war ja, glaube ich, online. War das so? Genau. Dadurch, dass Corona ist, dadurch, dass ich auch vor allem am anderen Ende der Stadt wohne, war das für mich perfekt, muss ich mal so sagen, weil es in meinen Traineralltag, ich habe so viele Personal Trainings und Kurse, muss immer schon da irgendwie versuchen, mit dem Fahrrad schnell von A nach B zu fahren, dann noch einmal durch die komplette Stadt zu fahren, muss ich sagen, kam mir das sehr entgegen, online zu machen, was natürlich ist es auch schön, zusammen am Tisch zu sitzen, aber wenn ich jetzt jedes Mal 40 Minuten irgendwo hinfahren muss, das sind dann hin und zurück 1,5 Stunden, die mir fehlen an meinem Tag. Und so war das Laptop auf, Laptop zu, weiter. Das war gut. Wenn du jetzt zurückblickst auf die Beratung, ist es ja so, dass du nicht nur mit einem Berater zusammengearbeitet hast, sondern die X-Group hat ja mehrere Berater, Experten. Wie war dann das für dich jetzt im Rückblick? Oder was hast du da am meisten mitgenommen? Was hat dich am meisten unterstützt? Richtig gut finde ich, dass es so ein bisschen aufgegliedert wurde, weil dann wusste ich ganz genau, alles klar, heute geht es um Marketing, da hatte ich den Alexander, ich konnte alle meine Marketing-Sachen, wusste ich, wird in dieses Coaching verschoben und alles, also jegliche Themen darüber war klar, mache ich in dieser Stunde und was den Businessplan angeht, was überhaupt mein Angebot, also Entwicklung, das war dann in der anderen Stunde quasi und dadurch fand ich, gab es eine gute, sehr gute Struktur. Man wusste genau, wann, wie, was, wo gebraucht wird, weil man natürlich ja auch immer aus den Coachings rausgeht und vielleicht eine Art Hausaufgabe hat, die man dann erledigen kann und weiß, gut, den nächsten Termin für Marketing ist dann nächste Woche Dienstag. Bis dahin habe ich Zeit, wieder daran zu arbeiten. Und es ist ja immer gut, verschiedene Expertise von verschiedenen Experten mitzunehmen. Wenn du das jetzt im Rückblick betrachten würdest, die Erfahrung der gemeinsamen Bearbeitung, der Unterlagen, des Coachings und auch der Marketingkonzepterstellung, würdest du das dann wiederholen, die Beratung? Auf jeden Fall. Ich würde es auch jedem empfehlen, der so wie ich am Anfang steht, vielleicht sogar einen Gründungszuschuss gerne beantragen möchte, weil dieser Antrag, den hätte ich alleine, glaube ich, nicht geschafft, muss ich so sagen, beziehungsweise die Anforderungen eines Businessplans und Finanzplans für das Amt zu fertigen. Dafür habe ich gar keine, also die Expertise überhaupt nicht, um zu wissen, was dabei wichtig ist, worauf geachtet wird. Das ist gut, jemanden zu beauftragen, der sich damit auskennt. Und auf der anderen Seite, es ist so schlau, jemanden, der Ahnung davon hat, zu fragen, einfach Fragen zu stellen. Wie ist das? Was passiert, wenn? Brauche ich das, das, das? Das sind Dinge, wenn, natürlich kann man sich das alles irgendwie selber erarbeiten, aber diese Zeit, die man spart, kann man dann in ganz andere Sachen stecken. Also ich kann es nur weiterempfehlen. Jetzt ist es ja auch so, dass es über die Agentur für Arbeit oder auch Jobcenter bei beiden ja auch Beratungsfördermittel gibt. Hast du da auch welche nutzen können? Genau. Ich habe die Agentur für Arbeit gefragt, ob ich eine Beratung bezahlt bekomme. Und es ging super unkompliziert. Die Frau, also meine Arbeiterin meinte direkt, dafür gibt es Gutscheine. Sie hat das dann veranlasst und ich musste nur diese Unterlagen hier in der X-Group vorlegen. Diese wurden unterschrieben, wurde zurück ans Amt gesendet und damit hieß schon feuerfrei, let's go. Dann hast du ja vorhin gesagt, dass du dann mit mehreren Experten auch zusammengearbeitet hast. Welche waren das genau und welche Erfahrungen nimmst du mit aus dieser Zeit? Genau, ich hatte einmal den Alexander Hausmann für Marketing, das heißt alles, was über wie baue ich meine Webseite auf, wie kann ich überhaupt gefunden werden im Internet und solche Dinge, habe ich mit ihm gesprochen. Und dann hatte ich noch den Markus Wagner als Business Coach für jegliche Fragen, bis hin von meinem Businessplan zu den Paketen, die ich anbieten möchte, zu den Preisen. Wir haben wirklich den Finanzplan zusammen gemacht. Also das war dann das komplette Business-Paket, abgesehen vom Marketing, habe ich dann genau mit dem Markus gemacht.
Und jetzt gibt es ja bei diesen Maßnahmen unterschiedliche Größen, also unterschiedliche Mengen von Unterrichtseinheiten. Wie viele wurden dir dann bewilligt von deiner Sachbearbeiterin? Ich hatte tatsächlich 80 Unterrichtseinheiten, was jetzt im Nachhinein betrachtet eine sehr gute Anzahl war. Ich hätte wahrscheinlich auch noch mehr genommen, wenn es mehr gegeben hätte, einfach nur, weil man so viel, zum Schluss so viele Fragen hatte und gerade auch jetzt im Nachhinein noch für zum Beispiel Marketing, wenn natürlich dann eine neue Website online geht und so weiter und so fort, da gibt es so viele Dinge, die ich nicht weiß. Also ich hätte auch wahrscheinlich noch mehr genommen, aber die 80 Unterrichtseinheiten waren schon gut ausreichend, um den Businessplan, den Finanzplan zu schreiben. Plus, ich habe ja viel bei mir noch strukturieren können, einen kleinen Marketingplan und so weiter schon auf die Beine gestellt. Das heißt, es war auf jeden Fall ausreichend. Super. Und gab es bestimmte Besonderheiten, die du vorher nicht so erwartet hättest oder wo du sagst, das war gut, dass du dann auch zu dem Zeitpunkt eine Beratung hattest? Genau, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass man viel Geld investieren sollte, um eine gut funktionierende Webseite aufzubauen. Das muss ich sagen, das habe ich so nicht einberechnet. Aber jetzt weiß ich, nachdem ich nun gestartet bin, dass wenn ich online gefunden werden möchte, dann muss man auch Geld in natürlich Online-Marketing setzen und aber auch auf eine gute Webseite investieren. Das habe ich gemacht und ich hoffe, dass es jetzt gut anläuft und gerade auch im Hinblick auf Corona mein Online-Angebot quasi dann auch angenommen wird. Dann ist ja die Webseite ja dein digitales Schaufenster, wo sich ja normalerweise der Einzelhandel bemüht, das richtig schön zu dekorieren. So gilt das Gleiche natürlich auch für alle Dienstleister im Internet, das zu tun. Genau, das ist super wichtig, denn wer bleibt lange auf einer Webseite, die entweder nicht gut funktioniert oder wenig Informationen enthält oder auch einfach nicht schön aussieht, ist einfach so. Das Auge ist mit und das ist genau dasselbe auch beim Online-Kauf. Jetzt hast du ja schon die ersten Erfahrungen gesammelt in der Selbstständigkeit im Vollerwerb. Davor warst du ja schon einige Zeit im Nebenerwerb tätig. Was sind denn aus deiner Erfahrung heraus so Tipps, die du ganz allgemein unseren Zuschauern geben möchtest? Denn unser Ziel auch mit diesem Kanal und diesem Video ist, Menschen zu ermutigen, sich selbstständig zu machen. Was sind so Dinge oder Punkte, die du gelernt hast, wo du sagst, das könnte andere auch ermutigen oder helfen? Nummer eins, besorge dir einen Steuerberater. Nummer eins. Super viele Fragen, die ich so festgestellt habe, die ich nicht beantworten kann. Richtung Steuern, was muss ich weglegen, was muss ich zahlen, wo muss ich mich anmelden, geht das so, was brauche ich, muss ich Rente zahlen? All diese Dinge kann mein Steuerberater wunderbar beantworten. Also ein Steuerberater ist super wichtig. Nummer zwei, wenn so viel Nebel da ist wie bei mir mit so vielen Fragen, nimm dir eine Hilfe. Also geh zu einem Berater, lass dich beraten. Nummer zwei. Nummer drei, ich glaube ganz tief drin, wenn man sehr viel Spaß an seiner Berufung, also ich finde, die Personal Training Sache ist eine Berufung für mich, wenn man daran sehr viel Spaß hat, egal wie anstrengend es ist. Und ich glaube, es gibt auch Tage, wo ich mir denke, boah, was war das für ein Tag? Aber wenn man wirklich für die Sache brennt, dann wird das. Und ich glaube, man zweifelt, glaube ich, gerade als Neugründer schon oft, gerade auch in der Corona-Zeit, jetzt gehen vielleicht alle Fitnessstudios wieder zu und so weiter, ich will noch gar nicht drüber nachdenken, aber ich glaube, es gibt immer einen Weg und wenn man als Neugründer für die Sache brennt, gibt es einen doppelten Weg. Vielen Dank. Dann wäre jetzt meine Frage noch hin zum Ende, wie genau kann man dann mit dir in Kontakt treten? Was genau ist der Weg, wenn ich jetzt ein Personal Trainer Interessent wäre, wie kann ich am besten mit dir in Kontakt treten? Man kann sich auf meiner Webseite direkt einen Termin buchen für ein Erstgespräch. Das bedeutet, ich rufe dann zurück und wir besprechen zuerst mal darüber, was die Ziele sind, die Anforderungen auch an mich und die Wünsche. Und wenn das soweit stimmt, können wir uns auf ein erstes kostenloses Training treffen. Das heißt, man schaut erstmal, ob man auch menschlich miteinander gut auskommt. Denn ich finde, das ist super wichtig, weil Personal Training schon eine sehr intime Sache auch ist. Und wenn das passt, dann geht's los. Dann sage ich vielen Dank, dass du heute hier warst. Vielen Dank auch für deine Tipps und deine Beiträge. Sehr gerne.
Und deinen Link für deine Webseite mit dem Terminkalender werden wir direkt dann unter dem Video hier einblenden. Das heißt, unter dem Video findest du direkt den Link zur Webseite von Michelle. Und wir wünschen dir an dieser Stelle auch, dass du den Mut findest, wie Michelle, sich selbstständig zu machen, egal wie die Umstände sind, trotzdem auch diesen Schritt zu gehen. Und sollten weitere Fragen aufkommen, dann lade ich dich ebenfalls gerne ein, nicht nur das Video jetzt zu liken, den Kanal zu abonnieren und vor allen Dingen auch die Glocke zu betätigen, damit du erinnert wirst an weitere gute Gründergeschichten, sondern du kannst auch Gebrauch machen von einem kostenlosen Erstgespräch. Diesen Link findest du auch unter diesem Video. Bis zum nächsten Mal, dein Daniel Schäfer und Michelle Sagner.